Das waren so diese Dinge. Es konnte natürlich nicht sein, dass sich jemand wirklich oder dass jemand bewusst den Partner umbringt. Dass es in einem Film zum Beispiel, Der Traum vom Elch, da hieß es ständig brennende Mülltonnen, was in der DDR einfach typisch war. Ich lief immer nur durch Straßen, Halle, Leipzig, Berlin vielleicht nicht ganz so, das war die Hauptstadt. Ständig an brennenden Mülltonnen vorbei im Winter. Also man brachte diese heiße Asche runter und schüttete die in die Mülltonnen. Und es brannte immer. Und das haben wir in diesem Film gezeigt. Das durfte nicht sein. Wir sind zum Beispiel mit einem Bus, das war auch Traum vom Elch, ich will einfach mal über Auflagen reden, ne? Wir sind mit einem Bus, das war wirklich kurios und wir wussten es nicht, mit einem Bus durch Buna-Leuna gefahren. Das ist dieses Buna-Leuna, so dieses Drecksgebiet, was wir so hatten, wo man wirklich auch keine große Lebensdauer hatte. Das war einfach so, dass man Leute, die da gearbeitet haben in Buna, sind meistens mit 50, 55 gestorben. Da haben wir eine Szene gedreht, ich bin der Krankenschwester, sind mit diesem Bus an einer Losung vorbeigefahren. Das war tatsächlich reiner Zufall, wo drauf stand 30, 35 Jahre DDR, 35 Jahre, was weiß ich. Wir sind mit diesem Bus an dieser Losung rückwärts vorbei und ein Kind sitzt im Bus und lässt so Seifenblasen in die Luft steigen. Diese Seifenblase zerplatzt zufällig über dieser Losung, was wir nicht wussten. Und zur Abnahme, also zur staatlichen Abnahme, das sahen sie. Gesagt, DDR-Losung, rückwärts, eine Seifenblase zerplatzt, also das Ganze musste raus. Wir sind da, das kostet ja alles Geld, das spielte keine Rolle, wir sind da wieder hingefahren, haben das nochmal gedreht, ohne Losung, ohne Seifenblase. Also das ist der Wahnsinn. Wir haben dann unheimlich gelacht, weil wir es gar nicht wussten, dass da eine Seifenblase über dieser Losung zerplatzt. Also es ist schon Wahnsinn, was die da rausgeschnüffelt haben, was man gar nicht wollte. Andersrum sahen sie viele Dinge auch gar nicht, die man dann wieder wollte, die das Publikum mitkriegte. Also das, was zwischen den Zeilen stand, im Theater, im Film, das war schon wahnsinnig. Das waren ja so diese Geheimnisse, dieses Prickeln, was es da gab, dass man im Theater und im Film oder in bestimmten Büchern Sachen noch machen konnte, die aufregend waren. Haben Sie da ein Beispiel, was so zwischen den Zeilen, was man da einbauen konnte, ich nehme an, auch kritischen Dingen oder wirklichkeitsnahen Dingen? Man musste ja nicht mal im Theater sich irgendwelche Sätze ausdenken. Man konnte ja selbst Shakespeare, kann man ja nehmen, in die heutige Zeit versetzen und die Kostüme so ändern, dass jeder unten verstanden hat, was eigentlich gemeint ist. Das komischerweise haben sie nicht mitgekriegt, die Genossen und die Stasi, die zum Teil mit drin saß in der Generalprobe, ne? Also das, was wirklich das Publikum mitkriegen sollte und auch mitgekriegt hat, da saßen die irgendwie ganz dämlich unten und haben nicht begriffen, was es war. Die Sachen, die gar nicht so gemeint waren, wie diese Geschichte mit der Seifenblase, die haben die gesehen, weil das ist direkt, das ist ein Bild, das haben sie gesehen. Und das wurde dann eben, das muss raus. Also das Verrückte ist, dass da tatsächlich einiges ging. Ich habe jetzt kein Beispiel, ich habe jetzt auf die Schnelle auch keinen Satz, den man im Theater oder so. Aber ich habe immer gemerkt an den Reaktionen des Publikums, denn die Leute sind ja nicht blöd. Die haben unten wirklich Sachen mitgekriegt, wo wir dachten, hat funktioniert. Das haben die ja nicht mal in der Generalprobe mitgekriegt, ne? Das war dann schon toll. Das ist so eine Art von Theater, das habe ich nach der Wende eben nicht mehr erlebt, dass man reingeht und sagt, was ist da zwischen den Zeilen, was ist da versteckt, was reizt mich noch im Theater, ne? Das habe ich heute nicht mehr so sehr, weil das ist heute so austauschbar.